Heutzutage ist Läufer E3, der sogenannte englische Angriff, eine der gängigsten Systeme für Weiß gegen die Naidoo-Variante. Und wenn man Partien wie diese sieht, ist es leicht zu verstehen, warum. Okay, das ist eine Partie Adarian gegen Ribley, zwei starke ungarische Großmeister. Und die Idee von Weiß ist einfach F3, G4, H4 und Angriff am Königsflügel zu bekommen. Und natürlich lange Rochade. Und hier hat Schwarz etwas Gegenspiel, aber es ist viel langsamer als das Spiel von Weiß am Königsflügel. Und nicht nur viel schneller, aber es ist sehr leicht zu spielen eigentlich. Die Idee ist klar. So, man rückt diese Bauern vorwärts und die Türme stehen beide Bauern und dann man möchte G6 spielen. Es ist total leicht. Und man kann sehen, in dieser Stellung, der König auf C1 total sicher steht. Also beide Springer so decken, schützen den König. Und es gibt drei Bauern hier. Ist auch, ja, sehr gut geschützt eigentlich. Und hier bleibt Schwarz sehr cool, aber vielleicht ein bisschen zu cool, weil der Angriff eigentlich kommt durch hier. Und jetzt ein sehr feiner Zug von Weiß. Schwarz am Zug könnte vielleicht die Qualität opfern. Und das geht wahrscheinlich. Aber hier, Läufer H6 ist aus. Sehr schöner Zug. Wenn wir nehmen, die Dame kommt rein und das ist bald matt. Und Läufer F6, die Partie. Dann hier und ja, es gibt eine schöne Kombination hier. Das ist sehr lehrreich. Okay, Weiß gibt eine Figur, aber jetzt H6 und Dame G2 und Schwarz hat aufgegeben. Ganz einfach. Es gibt keine Verteidigung. Weiß droht Dame G7. Oh, lass mich einen Zug spielen. Okay, Dame G7 und hier und Matt auf H8. Total einfach. Aber es gibt gute Antworten zum englischen Angriff, wie wir beim nächsten Clip sehen werden.